Menschen sollten Zombies immer überlegen sein. Auch in der Bewegung her. Außer es ist eine komische Verschmelzung mit dem Vampir oder sowas, dann ist, oder mit der Fledermaus, dann ist ein bisschen was anderes vielleicht, aber ansonsten sollte das nicht konform sein. So, ganz ehrlich, ich hoffe, ich sterbe in dem Level nicht. Weil diese Kriecherei nochmal zu machen, nee. Ist aber auch bisher das Einzige, wo ich sagen muss, dass was ein bisschen nervt hat, dass man so lahmarschig kriecht. So richtig lahmarschig kriecht. Ansonsten ist es an sich okay. Ja, es ist natürlich kein Outlast oder so, ne? Wie man darauf kommt, von wegen Outlast inspiriert, kann ich mir vorstellen. Problem ist halt, also habe ich ja bei vielen Spielen so eine Art so, wenn du halt immer Outlast gespielt hast und dass das erste so in der Form war, was so auf den Horror so gesetzt hat. Nein. Fühlt sich halt alles andere eher so. Ja. Das ist ganz nett, aber das war's dann. Ich will das Spiel damit nicht runter, ne? Aber bloß so, warum man. Hallo? Warum hier mit Feeling kriegen ein bisschen schwierig ist bei so einer Art von Games für mich. Generator anmacht. Oder auch nicht. Gut, hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich wollte gerade sagen, hat aber noch nicht zu heißen, dass wir jetzt hier schon safe sind. Dass die uns immer anfassen müssen. Voll die Ekelpakete. Okay, Bruderherz, was los? Müsste, glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber müsste, glaube ich, das vorletzte jetzt schon sein, ne? Also das war jetzt ein sehr kurzer Abschnitt. Heute habe ich etwas Unglaubliches gesehen. Es stellte sich heraus, dass sich hier die Produktion von geklonten Zombies befindet. Wow. Die Gerüchte, dass in Tschernobyl etwas Seltsames passiert, sind also wahr. Es ist nicht klar, wer das tut und warum. Ich werde auf der Suche nach einem Ausweg weitergehen, aber es gibt keine Hoffnung. Ich stecke wahrscheinlich für immer hier fest. Ich begann seltsame Geräusche zu hören, die mich verrückt machten. Zombies begannen auf laute Geräusche zu reagieren. Man muss sehr leise und vorsichtig gehen, sonst tot sofort. Hauptsache kein Lärm. Ja, ja, würde ich nicht hundertprozentig unterschreiben, aber so zum Teil. Wäre natürlich fies, wenn die im letzten Abschnitt alle auf einen losgehen, weil die halt wirklich fett angepisst sind. Die Sache ist, theoretisch müssen wir ihn doch jetzt gar nicht mehr retten, oder? Also, er hat ja eh damit abgeschlossen und ganz ehrlich, ich glaube, wir kommen hier auch nicht mehr raus, um das vielleicht der Außenwelt mitzutragen. Oder wir werden ihn wenigstens noch irgendwo finden, der wird aber tot sein. Okay, das hört sich halt wirklich an, als ob jetzt alle hinter uns her sind. Ach, Scheiße. Okay, das ist... Oh Gott. Kann ich hier? Nein. Ah! Bitte lass mich hier hoch. Nein. Lass mich hier durch. Bin ich jetzt wieder zurückgelaufen? Oder bin ich richtig gelaufen? Okay, das war schon ein bisschen arg fies gerade. Weil, bei mir ging gerade im Kopf durch, okay, ich meine, einer kann jetzt gegen uns nicht so viel ausrichten, ne? Auch so ein fetter Berber nicht. Aber wenn jetzt auf einmal dann 10, 15 um dich herum stehen, kannst du erstens nicht weg, zweitens bist du am Arsch. Und zwar sehr schnell am Arsch. I don't know, ob ich richtig bin. Ich habe auch die ganze Zeit das Gefühl, dass ich irgendwas vergesse. Also hier vielleicht ein Schrieb vergesse oder so, aber ich glaube, das gibt immer pro Kapitel halt bloß das Anfang, damit wir Bescheid wissen, wie es unserem Bruder geht. Also von den Geräuschen her hat es sich gut angehört. Also, dass wir hier richtig sind. Hallo? Vielleicht gibt es hier auch gar keinen falschen Weg, ne? Also das wird einem dann ganz gerne suggeriert, wie hier zum Beispiel, wenn wir auf dann... Naja, doch, gut, da wären wir hier vielleicht nicht durchgekommen oder wir hätten das Tor aufmachen können.
Gut, so viel dazu. Ist jetzt vielleicht nicht unbedingt die beste Idee, hier zu rennen, ne? Ich wollte gerade sagen, du musst jetzt nicht hier runtergerannt kommen. Digga. Ist, glaube ich, wieder der Große gewesen, ne? Ich bin mir nicht sicher. Ich meine, kann gut sein, wenn ich runterfalle, dass ich dann am Arsch bin, ne? Ist das ein Generator zum Einschalten? Er hat auf jeden Fall nicht gesummt. Okay, da kommen wir nicht lang. Leute, geht sogar. Aber... hier sieht es halt auch noch interessant aus. Kam ich hierher? Kam ich von hier? Ich bin gerade verwirrt. Scheiße. Also das Level-Design ist irgendwie komisch. Ich war ja, also... war ja bei euch das auch nicht so... so unbedingt meins, weil ich mich dann ganz gerne mal, glaube ich, verlaufen habe. Aber hier habe ich das Gefühl, das ist noch ein bisschen schlimmer. Auch wenn ich anscheinend gut durchkomme, glaube ich. Kann ich mal... hä? Okay, kann ich nicht drücken? Wird auch nicht gesagt von wegen Generator. Ich muss jetzt an ihm vorbei, oder was? Nee, muss ich nicht. Ich habe halt hier das Gefühl, dass ich jedes Mal zurückgehe aus Versehen. Oder ich bin jetzt wirklich falsch lang gelatscht. Das kann auch sein. Nein, umdrehen, nicht zu uns drehen. Richtig umdrehen und weglaufen. Also weggehen. Ja, ich mache extra Taschenlampe aus. Geh weg. Hör mal. Ich geh halt echt nicht weg. Hör auf, hier rumzustehen, Mann. Was denn? Der sieht doch nichts. Geht doch, du Arsch. Wir das jetzt? Ich habe halt voll das Gefühl, dass ich den gleichen Weg schon wieder gehe. Ja, nie. Hallo? Okay, ganz komisch.
Theoretisch sollte es der letzte Abschnitt sein. Wir haben es irgendwie dann geschafft. Bruder, wenn du mich suchst, dann begibst du dich in große Gefahr. Ich will nicht, dass du wegen mir leidest. Ich brauche mich nicht mehr... Was? Du brauchst mich nicht mehr zu suchen. Danke, du hast mich hierher gebracht. Jetzt brauche ich dich auf einmal nicht mehr zu suchen. Du weißt ganz genau, dass ich hier nicht mehr rauskomme. Kehre zurück zum Ausgang. Es gibt noch mehr geklonte Zombies. Ich sitze stundenlang im Dunkeln, um dann ein paar Meter vorzurücken. Unser Bruder ist nicht wirklich der... Ne? Tapferste. Hier scheint alles aufgegeben zu sein. Irgendjemand hat die Kontrolle über die Produktion von Mutanten und Zombies verloren, weshalb das wahre Chaos begann. Hier. Mir ging fast das Essen aus. Ich ziehe weiter. Ich dachte, dir ging schon das Essen aus. Unser Bruder ist ein Arsch. Willst du uns erst hier wirklich... Das Scheiß hätte ich mal mitgenommen. Hier gibt es einen Haufen Generatoren. Er hätte vielleicht eine Möglichkeit finden können, wie man das... Wäre ich wieder am Anfang? Ne? Hätte es aber schreiben können vorher. Du, ich habe es mir anders überlegt. Such mich doch nicht. Also, der Bruder echt Penner, ne? Also, er hätte es, den Akku ja wieder versuchen können, mal aufzuladen. Okay, hier geht's nicht rank. Das ist nicht der Generator, den wir suchen. Ich wollte sagen, irgendwas muss ich doch übersehen hier. Weil war halt really der Generator, ne? Ich habe die Knöpfe halt nicht gesehen. Ich habe jedes Mal bloß E gedrückt in der Hoffnung, dass das vielleicht einer ist. Außer die, wo wir halt einen Haufen Generatoren übereinander hatten. So, lass mich raten, hier kommt der große Wüterich. Doch nicht. Oder noch nicht. Das Ding ist, ich weiß nicht, ob ich an dem vorbeikomme. Lass dir Zeit. Okay. Okay. Nee, ist noch gar nicht das letzte. War das vorletzte? Ich dachte, das wäre das letzte gewesen. Ja, lull. Ich dachte, ja, okay, wir können ja noch ein paar Schläge vertragen. So schlimm ist das ja nicht. Nein, da müssen wir nicht hin. Also wenn das jetzt doch so ist, dass wir gleich mit einem Schlag sterben, bei dem, der hat uns, glaube ich, nämlich noch nie erwischt gehabt, ist das schon ein bisschen doof. Warum ist denn jetzt... Okay. Nee. Hey, jetzt komme ich an den Scheißscanner. Lol, war das ein Bug gewesen? Also... Das war doch der Generator, oder nicht? Anscheinend war es nicht gewesen. Hä? Ich meine, random waren die Generatoren doch nie, oder? Okay, hier komme ich ohne. Hä? Hä? Ich meine, da war jetzt ein Gitter vor, was ich nicht aufmachen konnte. Da ist der scheiß Generator und ich kann den nicht anmachen. Hä, warum zum Fick ist denn jetzt hier ein Gitter vor? Oh, Spiel. Warum muss ich jetzt die Stelle nochmal neu laden? Und warum kann ich jetzt hier ein... Oh ja, es ist der kürzere Weg dahin zum Generator. Ich meine, hier ist auch ein Knopf. Und ich kann mich da mitten mit dem Kopf reinstellen. Das geht aber nicht. Warte.
Ja, so viel zum kürzeren Weg finde ich nicht mal. Ich dachte, okay, vielleicht muss der erstmal das triggern, von wegen Generator einschalten, damit wir an den Generator überhaupt da rankommen. Ja. Aber das Schöne ist, ich kann den Weg hier eigentlich nutzen. Ich kann den Weg nutzen, um an dem Typen vorbeizukommen. Ich hoffe bloß, ich bin schnell genug. So. Da sind wir wieder. Und ich wusste ja nicht, dass der so ein One-Hit-Wunder ist. Nicht hauen, nicht hauen. Ich wollte gerade sagen, ich bin gerade safe. Und gerade hier, wenn es schnell gehen muss, wisst ihr, ist das halt noch nerviger, wenn der nicht vorankommt. Weil er wird halt straight up wieder zurückgehen. Komm. Alter, jetzt hängt. Ich wollte gerade sagen, es bleibt nicht an der scheiß Ecke hängen. Nein. Oh. Alter, Glück gehabt. Ja, sabbernden etwas. Ah. Okay, die Kleinen kein Problem, der Dicke kein Problem, der lange Schlacksige großes Problem. Aber vielleicht haben wir den zum letzten Mal hier gesehen, das wäre ganz schön. Will auch keiner mit uns spielen. Naja, Bruderherz hat ja gesagt, wir sollen hier raus. Obwohl ich halt Bruderherz doch nochmal finden möchte, gerne. Ne? Einfach nur... Hallo? Warum muss es der große Schlagsiege sein? Hat er sich da jetzt eingegrillt? Hier waren wir aber schon, ne? Hier ist eine Treppe. Hallo? Okay, solange der unten ist, alles schick. Ja. Toll, glaube ich. Muss ich hier lang? Hier komme ich gar nicht lang. Muss der jetzt hier rumstehen? Ich höre bloß gerade mal, wo ich hin müsste eventuell. Wieder nach oben, ne? Ich weiß halt aber nicht, ob es eine Möglichkeit gibt. Mit rum. Rumcrouchen. Dass der uns nicht bemerkt. Ich kann es ja mal versuchen. Hier komme ich auch gar nicht lang. Ich muss direkt an dir vorbei crouchen, oder? Nein. Nein. Ich bin am Arsch. Warum geht's hier nicht? Hä? Stefan, wo ist... Wo, Alter, wo sollst du denn hier lang? Sie hört nicht mal wo lang. Weil da halt auch zu ist. Hört auf mit diesen hässlichen Geräuschen, Alter. Kann man sich ja gar nicht konzentrieren. Okay, hat sich anscheinend wieder beruhigt. Nein. Nein, Alter. Okay, vielleicht hier durch. Nervig ist das trotzdem. Weil ich bin die ganze Zeit davon ausgegangen. Ich weiß auch nicht, warum der uns nicht getroffen hat. Wenn das ein Bug ist, nehme ich den gerne mit.
Gott, die können ihn aber auch kirre machen, ne? So. Ja, das Geräusch kenne ich irgendwo her. Bloß nicht da reinlatschen. Das ist ja richtig. Ich habe bald null Überblick. Ich soll ja wieder raus. Springen ist ja nicht so seins. Dann habe ich... Doch, da schnappe ich mich an. Leute, hier war ich gerade eben. Ich glaube, wir müssen dahin. Wie komme ich denn am blödsten hin? Oder müssen wir da gar nicht hin? Oder muss ich direkt runter? Ich meine, das kann auch sein. Ist ein bisschen... Oder ist da unser Ausgang? Ich habe keine Ahnung, wo ich hier bin. Das schließt mir halt null. Wow. Ja, Problem ist, wenn... Wann wird denn das ausgelöst? Ich hätte schon längst laufen können. Je länger ich warte, deswegen... Okay, da könnten wir wieder hin. Ich will bloß mal auf die andere Seite gucken. Ich werde nicht gegrillt werden, ne? Oh Gott. Oh, jetzt hängt's hier wieder. Okay, er gönnt sich. Ah, siehst du? Also ich hoffe, ich bin hier richtig. Gefühlsmäßig kam ich irgendwie mal von hier. Also ja, wir sollen ja auch wieder zurück, aber... Wie du erzählst mir was von Strom... Oh, ich wollte gerade sagen, wie du erzählst mir was von Strom einschalten. Okay, letzte... Letzte Sache, oder? Also, oder letztes Level, kann man das so sagen? Halt! Halt, halt, halt. Ein seltsames, beängstigendes Geräusch macht mich immer noch wahnsinnig und mein Kopf beginnt stark zu schmerzen. Ich verstehe nicht mehr, was passiert. Die Beine gehen von selbst irgendwo hin, als ob ich unter Hypnose wäre. Heute habe ich das Kernkraftwerk Tschernobyl gesehen. Es ist seltsam, wie ich hier gelandet bin, weil ich sehr weit weg war. Ich habe endlich Hoffnung, ich habe endlich die Hoffnung verloren. Wenn er sich darüber so freut, so... Alles im Arsch. Natürlich werde ich jetzt wieder gejagt. Ist ja am Anfang normal. Hallo, geh mal. Okay. Er hat mich anscheinend verloren. Anscheinend. Hier ist eine Treppe, kann ich die nutzen? Leiter kann ich nutzen? Nee. Ich finde es aber schön, dass das nicht unbedingt die Schlauste sind. Ne? Auch wenn wir ein-, zweimal gestorben sind. Generator. Ja klar. Warte. Alter. Okay, lol. Er hat uns zwar getroffen, aber ich war nicht tot. Oder ich war vorher schon irgendwie angeschlagen. Muss ich hier überhaupt hoch? Ich bin mir halt nicht so sicher, ob mir das Feuer irgendwas tut. Okay, es scheint nicht der richtige Weg gewesen zu sein. Ich kann wieder auf den Generator hüpfen.
Aber ich muss erstmal hauptsächlich an ihm vorbei, ne? Oh, Junge, wo hängt das denn hier? Scheiß Rohre. Ich will mal was gucken, wenn ich hier darf. Okay, hier geht's nämlich lang. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Oder der hat bloß... Na toll. Oder der hat bloß in dem Abschnitt auf immer so viel Power gehabt. Hier ist echt alles im Arsch. Okay, Feuer können wir aber anscheinend gut ab. Das ist halt echt, Labyrinth laufen hier. Warum muss denn jetzt wieder hier hin? Ich komme hier nicht mal vorbei. So. Ja, lol. Ach, leck mich. Stimmt ja hier auch voll. Alter. Ich würde sagen, habe ich auch ganz vergessen. Die könnten ja theoretisch auch noch kommen. Die waren noch ein bisschen schneller gewesen. Ich hatte ja schon erwähnt, dass ich wenigstens hoffe, dass wir unseren Bruder irgendwie wiederfinden. Auch wenn es bloß die Leiche ist, ich will ihn halt bloß mal sehen. Vielleicht hat er doch den letzten Zettel für uns in der Hand. Von wegen, ich hab dir doch gesagt, du sollst nicht kommen. Aber du sollst hier raus. Oder wir landen halt wirklich im Kernkraftwerk. Toll, ich wollte gerade sagen. Wahrscheinlich Reaktor, direkt Reaktor 4. Aber es ist halt auch schade, dass nicht erklärt wurde, wie das überhaupt hierzu kam, ne? Ja gut. Kann ich hier durchgehen? Das ist, glaube ich, bloß eine aufgemalte Tür. Wir können ja nicht wirklich durch, ne? Na, also ich meine, irgendwo muss es dir hergeben. Müssen die herkommen. Und irgendjemand muss ja die Experimente angefangen haben. Wäre halt gruseliger, wenn die Tür nicht nur aufgemalt wäre. Ist das hier manchmal... Ich laufe jetzt einfach mal in der Hoffnung, dass das hier richtig ist. Och, natürlich. Bin ich jetzt falsch gelaufen? Ich weiß es nicht. Ja, die macht da sehr viel Sinn. War ich hier nicht gerade eben schon? Bin ich aus der Sicht schon wieder zurückgelaufen? Hier geht's wieder hoch. Ich wollte gerade sagen, wenn du jetzt nochmal anfängst, von wegen Generator. Okay, das wollen wir wohl unser Bruder gewesen. Fortsetzung folgt. Okay.
Nett. Zu zweit. Alles klar. Ausgang. Ja, das war Tschernobyl Inferno. Aber man hat es vielleicht schon gemerkt. Ich weiß, wo dieses Outlast-inspirierte herkommen soll. Problem ist da für mich aber eher so, man kann es halt wirklich schnell durchwischen, kann es bei Outlast halt auch machen, aber hier fehlt auf jeden Fall, was da ganz wichtig ist, die Handkamera, ne? Entschuldigung. Und das Optische hat da so ein bisschen gefehlt. Es hat für mich auch ehrlich gesagt nichts mit Tschernobyl zu tun, auch wenn eben das so über die Texte suggeriert wurden. Zumindest erst am Ende, oder? Ich weiß gar nicht, ob es erst am Ende war, aber das hat jetzt so, da hat mir auch ein bisschen was gefehlt, ne? Dass du vielleicht so ein paar Texte finden kannst, die noch ein bisschen was aufklären, wie das überhaupt dazu gekommen ist, dass hier dann Zombies oder, naja, umgewandelte Menschen hier rumlaufen, wo die hernehmen oder so, wo die herkommen. Das, also eine Hintergrundgeschichte wäre hier dann echt nochmal interessanter gewesen. Also so hätte es für mich das Spiel nochmal interessanter gemacht. Ansonsten war halt ein Walking-Simulator, wo du halt dann auch mal sterben kannst. Problem ist halt bloß, wenn man... Ich weiß nicht. Für mich dann macht dann vielleicht zu viel diese Handkamera aus, die dann, wo man da auch vielleicht Batterien und dann kommst du nicht weiter, dass man da eher so ein Kacke, wenn die Batterien jetzt alle gehen, dann bist du komplett im Dunkeln, dann bist du am Arsch, dass du dann halt wirklich dieses beklemmende Gefühl da kriegst. Das hat nämlich auch das ganz gut hingekriegt. Ich will das jetzt nicht unbedingt mit Outlast komplett vergleichen, ne, aber ich kann mir halt vorstellen, wo die Idee herkommt. Deswegen, ja. Ich fand es jetzt nicht so doll, aber es hat für die zwei Folgen gereicht, die ich noch brauchte, bevor dann morgen das Rose DLC für Village rauskommt und ich dann damit dann morgen Abend weitermache. Bloß so am Rande, ich habe jetzt das jetzt nach 4.1 aufgenommen und zwar alles an einem Tag. Alles, was nach 4.1 war, habe ich jetzt alles an einem Tag aufgenommen, weil ich erst dachte, okay, vielleicht so ein, zwei Indie-Horrorspiele werden schon die Tage bis dahin füllen. Dann war halt back to 1995 und ich habe das leider verwechselt. Ich habe da nicht weiter reingeguckt mit The Order 1886 von Erik und da hat das so gepasst mit von den Folgen her, wo ich dachte so, ja gut, da hast du doch einiges an Folgen schon. Und dann machst du noch ein zweites, was dann Indie ist oder was noch ein bisschen kleiner ist. Es sind jetzt insgesamt 4 Indie-Horrorspiele geworden. Alles was ich hätte vielleicht auch gerne für den Stream aufgehoben, aber so ist es jetzt nun mal. Ne? Im Endeffekt habe ich dann gesehen, okay, Sounds of Mind hieß es, glaube ich, habe ich auch. Das geht auch etwas länger, das hätte wahrscheinlich gepasst dann als ein LP. Ich hatte auch erst überlegt gehabt, wegen einem alten Schinken, aber da wusste ich dann nicht, komme ich dann gut genug voran oder nicht. Das ist dann manchmal auch so eine Sache bei mir, deswegen, Gut, ich habe mich jetzt auf jeden Fall für die Art entschieden. Somit haben wir dann 4 weitere Horrorspielchen gespielt gehabt. Keine Sorge, für den Stream sind noch genug Sachen da, aber halt dann wird es mit Indie-Horror, also wo wir so 3, 4 immer spielen, ein bisschen schwieriger, aber es kommen ja auch irgendwann wieder welche nach. Judy, ich hoffe, ihr habt trotzdem jetzt Spaß hier mit Tschernobyl Inferno. Wie gesagt, meins war es jetzt nicht so dolle, hat man auch so gleich während des Dings gemerkt, aber es kann halt auch nicht alles Mobien sein. Ne? Alles klar. Dann vielen Dank fürs Zusehen und wie gesagt, morgen kommt dann das Rose DLC auf dem Abendspot, also vielen Dank nochmal fürs... Ja, nochmal vielen... Ich tue das... Ich weiß nicht, warum. 50.000 Mal bedanken. Aber eigentlich ist es ja doch... Ist ja nichts Schlechtes. Aber das fühlt sich wieder immer so wiederholend an. So, ich höre jetzt auf. Also, vielen Dank nochmal und bis morgen dann. Ciao, ciao.